Hallo, Harley hier und willkommen zurück zu X4, Wiege der Menschheit. Wir rüsten gerade noch unser Schiff aus. Und dann sollte das mit den Missionen weitergehen. Theoretisch. Muss ich jetzt abdocken oder kriege ich die schon hier drinne? Ich weiß das nicht. Zeit für ein Upgrade. So, das haben wir doch jetzt abgeschlossen. Ach so, und abdocken. Gut, wenn es dabei steht, warum nicht, ne? Machen wir es doch einfach. Alles erledigt? Oh. Wir den Außenposten noch einmal und sehen, was das Missionskommando für uns bereithält. Muss ich da jetzt wieder ganz zum Arsch der Welt fliegen? Jo, ne? Beschleuniger, Asteroidengürtel. Jawohl. Dann wieder ab zum Beschleuniger und nicht auf den Autopiloten verlassen. Wir machen das wieder selber. Und ich habe Post. Sie haben Post. Wo finde ich meine Post? Ich vergesse immer da, weil da war doch die Post. Aber die habe ich doch schon gelesen. Muss ich nochmal raufklicken? Nö. Ach. Kann ich das abstellen? Natürlich kann ich das abstellen. Das müssen sie wieder. Wo war das? Spieleinstellung, glaube ich, ne? Das müssen die irgendwo wieder eingestellt haben. Das war sonst nicht der Fall. Das wurde jetzt wahrscheinlich durch das Update ein Standard. War das nicht hier? Aha. Geschwindigkeit im Menü beibehalten. An. Das heißt, wenn ich jetzt ins Menü gehe. Also es sieht so aus, als würde ich weiterfliegen. Egal in welches Menü ich jetzt gehe. Ja, scheint so. Nee, doch nicht. Ach Mensch. Es will nicht so, wie ich möchte. Und hier steht immer noch eine neue Nachricht. Das ergibt keinen Sinn. Ich habe keine neue Nachricht. Ach so. Da ist was. Achso, wir müssen die Leute beeindrucken. Okay, verstanden. Damit wir bessere Aufträge kriegen für mehr Geld. Im Stream, den ich ja vor 2 Jahren gemacht habe, da habe ich ja mit Aufträgen mein erstes Geld gekriegt. In weiteren Runden habe ich immer mit Kristallen die ersten Millionen verdient. Und jetzt versuchen wir es wieder mit Missionen, weil es andere Missionen sind. Ich finde dieses, gut, ist jedem selbst überlassen, wie er es findet, mit Missionen wie hier jetzt, die einen stärker in die Hand nehmen, die halt sagen, mach dies, mach das, mach jenes, guck mal, hier so kannst du updaten und so weiter. Es erinnert ein bisschen mehr an den Start von X3. Da hat man ja auch am Anfang einzelne Missionen, mit denen man dann arbeiten kann, wo man muss man nicht, kann man aber. Während ich bei X4 Foundations ganz zu Anfang, dass er dachte, oi, grenzwertig, weil wirklich da bist, ja, hier bist du, kannst es Station scannen, ansonsten mach, was du willst. Jedem so, wie er es mag, ne? Wenigstens am Anfang ein bisschen in die Handlung einführen, finde ich sehr angenehm. Für mich persönlich. Und so viele Konstruktionen. Das sind die Konstruktionsschiffe, ne? Huch, ich bin, glaube ich, zu schnell. Na dann, Rekruten. Ich werde Ihnen als Belohnung für Ihr Engagement ein größeres Bild vermitteln. Das Oberkommando mag es vielleicht nicht, aber wenn wir uns weiterhin den Xenon frontal stellen, das Netzwerk mit imposanten Flotten durchsuchen und heldenhaft Feuer löschen, wo immer sie aufflammen, dann werden wir diesen Krieg verlieren. Nicht falsch verstehen. Das Interventionskorps ist unverzichtbar als langer Arm des Protektorats und auch als geflügelter Retter. Dieser ewige Fleischwolf der zusammenstoßenden Flotten kann aber keine dauerhafte Lösung sein. Um die Xenon in einem Zermürbungskrieg zu besiegen, ist es von größter Bedeutung,
Bedeutung, dass wir stattdessen ihre Infrastruktur stören, wo immer möglich. Diese Parasiten lauern an den Randgebieten unserer Sektoren, meiden unsere Abwehr und erschöpfen unsere Ressourcen. Ich setze sie als Aufklärer ein. Melden Sie alle Sichtungen von Xenon-Infrastruktureinheiten direkt an mich. Okay. Sie hat da ganz und gar nicht Unrecht, was mir eine Idee eingibt. Es ist so. Die Xenon mögen auf den ersten Blick als unaufhaltsame und unerkennbare Kraft erscheinen. Aber ihre Art, Krieg zu führen, unterscheidet sich nicht so sehr von unserer. Wie wir verlassen sie sich auf ihre Aufklärer, um die Stärke ihres Feindes einzuschätzen, und schicken eine angemessene Streitmacht, um mit ihm umzugehen. Aber im Gegensatz zu uns sind sie einfältige Maschinen. Das ist alles Aktion und Reaktion. Wenn wir also irgendwo im Niemandsraum einen Aufklärer angreifen. Wir können ihre Streitkräfte umleiten, was vielleicht ihre Infrastruktureinheiten ungeschützt lässt. Entschuldigung, ich hatte nur zufällig noch zugehört. Sie können mit ihrem Plan weitermachen. Aber seien Sie gewarnt, die Xenon sind nicht nur einfache Maschinen. Sie sind unberechenbar, unvorhersehbar, tödlich. Bleiben Sie jederzeit wachsam. Ja, Mann. Ich habe einen netten Platz für unsere Operation ausgewählt. Nicht zu weit vom Außen. Ach so. Aber trotzdem nahe genug an den von Xenon befallenen Randgebieten des Sektors. Ein Satellit könnte als Köder dienen und uns helfen, ankommende Aufklärer aus der Ferne zu erkennen. Dann halt Satelliten aufstellen. Gibt's Schlimmeres. Ja, ich müsste nur rechtzeitig stehen bleiben. So, der Zielbereich zählt jetzt, ne? So. Schiff, Zivil, Satellit. So, abgeworfen. Sie haben schon gesehen, wie schnell diese Dinger sind. Sobald eines angezeigt wird, versuchen Sie, es aus dem Reiseantrieb heraus zu beschießen. Erwarte Xenon-Aufklärer. Okay. Dann warte ich. Da. Huh? Tee. Oh, ein Tee. Die brauche ich. Huchala. Kriege ich den eingeholt? Ah, ich glaube, mein Boost macht nicht so lange, oder? Doch. Kannst du bitte... Der fliegt immer in die andere Richtung. So. Langsam ranboosten? Ne, langsam ranboosten geht nicht. Och Mensch, warum ist denn der so schnell? Ist ja doof, der ist gleich weg. Was du? Ich hoffe wirklich, dass es uns trotzdem als Bedrohung gemeldet hat. Da kommen sie und keine Sekunde zu früh. Beeilen wir uns, an ihnen vorbeizukommen, bevor ihre dummen Maschinengehirne Zeit zum Reagieren haben. Diese Dummköpfe merken nicht einmal, dass sie uns direkt zu unserem Ziel führen. Unbekannte Zone. Okay, da soll ich jetzt hin. Dann fliege ich da hin. Wenn ich da hin soll. Ich weiß nicht mal, wie weit das ist. Das ist ein Tor. Okay. Sieht zumindest aus, als wäre da ein Tor. Ein P. Oh, ausweichen, haben sie gesagt, ne? Wir versuchen einfach mal dran vorbeizufliegen. Nicht in den Asteroiden. Es hat ja funktioniert. Okay, da sind Transportschiffe. Ich sollte aufhören, gegen Asteroiden zu fliegen. Und was ist jetzt? Finde Infrastruktureinheiten. Ich habe Transporter gefunden. Hier, da. Das sind doch Infrastruktureinheiten. Die habe ich gefunden. Soll ich denen folgen? Soll ich sie abschießen? Ich habe keine Ahnung. Finde. Ich habe sie gefunden. Frachter. Frachter gleich Infrastruktureinheiten. Zerstöre. Wie kommt er? Verstecken Sie sich hinter Ihren
Huch! Ich dachte, ich kann irgendwie hinter dem bleiben, so in einer Art, nennen wir es mal, im toten Winkel. Das scheint bei den Frachtern zu funktionieren. Nein, doch nicht ganz. Wo ist der zweite? Da. Ich will die Sachen aufsaugen. Na komm. Ja, etwas überhitzt, ne? Wenn ich ein bisschen tiefer fliege, kriegst du wenig mehr, ne? Perfekt. Kehren wir jetzt zum Außenposten zurück und warten Sie. Ist das noch eine dieser Navigationsbarken? Nelly, Analyse. Unbekannte Signalquelle trianguliert. Okay. Es ist das gleiche Signal wie vorher. Diesmal kommen Sie nicht davon. Das kann ich einfach wechseln. Was bist du? Überfallgruppe P. Okay. Ja, ist ja gut. Weiterfliegen. Und hoffen, dass die Leute uns da ignorieren. Hallo, wir sind gar nicht da. Wir fliegen hier nur so rum. Alles ist gut. Das juckt die gar nicht, ne? Aber ist ja auch Kollege in der Nachbarschaft, ne? Da trauen sie sich nicht. Ha. Alles Feiglinge. So, was finde ich dann jetzt hier, wenn ich da bin? Eine seltsame Barke. Navigationsbarke. Jo. Noch eine. Ich wusste, dass ich da was zusammen. Na dann. Na los, wir sind dabei, dieses Rätsel zu stellen. Huch. Ich bin gegen die Barke geflogen. Und jetzt durchs Tor. Warum habe ich mir das nicht gedacht? Sprungtor, grausamer Vorstoß. Wir sollten ihre Sektoren mal freundlicher nennen. Erreiche System, grausamer Vorstoß. Da schon wieder. Danke, sehr nett von dir. Bin direkt hinter Ihnen. Ja. Hier ploppt direkt über. Hinter Ihnen. Ja. Direkt hinter dir. Sehr viel Rot hier. Sofort zurück zur Basis. Der gesamte Sektor stürzt sich auf uns. Ja, da. Jawohl. Wir dürfen hier nicht weiterfliegen. Wir müssen zurück. Sprung vor. Gexophone. Dann halt wieder nach Hause. Reise dahin. Nein, flieg zurück. Reise dorthin. Nein, flieg zurück. Aber ja, ich wollte ja die Mission machen, ne? Ich bin selber schuld, wenn das jetzt so läuft. Wer fliegt hier alles jetzt rum? Immer noch nur Xenon. Sollen sie mal. Schießt da was? Ah, die terranischen Kampfschiffe sind auch hier. Super, macht sie fertig. Solltet ihr nicht auch nach Hause fliegen? Es hieß gerade alle Staffeln zurück. Ach, da fliegt was durch.
Das ist aber ungünstig, wenn da so viel jetzt durchfliegt, ne? Huch! Vielleicht auf der anderen Seite wird mich alles umbringen. Erreiche System. Get zur Phone. Muss ich die jetzt angreifen? Muss ich die nicht angreifen? Rekrut, wo zur Hölle waren Sie und wo ist Ihr Staffelkamerad? Das weiß ich gerade selber nicht. Ich muss irgendwo hin. Da muss ich hin. Verteidigungsstation. Aber hier sind so viele Gegner in der Ecke. Ich will da gar nicht. Na gut. Ich bin dafür. Wir machen den Rest gleich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.